Die nächste Eskalationsstufe der Klimaproteste ist erreicht. Aktivisten der letzten Generation wollen mit einem Presslufthammer eine Straße mitten in Berlin aufmeißeln. Die Polizei kann sie gerade noch rechtzeitig stoppen. Mehrere Aktivisten bauen eine falsche Baustelle in Berlin auf, mitten auf einer Hauptverkehrsstraße gegenüber vom Verkehrsministerium. Eine gefährliche Aktion, denn für die Autofahrer im Berufsverkehr ist zunächst nicht zu erkennen, ob die Baustelle echt ist oder nur eine Demo-Attrappe. Die Berliner Polizei ist schnell vor Ort, gerade noch rechtzeitig. Denn einer der Männer schmeißt einen Presslufthammer an, will die Straße aufstemmen. Der Polizist muss ihn entschlossen davon abhalten. Dann geben sich die Aktivisten zu erkennen. Eine neue, krasse Eskalation der Klimaaktivisten, die jetzt sogar Straßen zerstören wollen, um auf ihre Ziele hinzuweisen.